herzlich willkommen in Claudias Küchenexpress. Heute wird wieder gekocht und zwar was super leichtes und leckeres, auch für den Sommer geeignet, liegt nicht so schwer im Magen. Und zwar mache ich Hähnchengeschnetzeltes mit Zucchini und dazu Reis. Ich zeige euch direkt mal, was wir dafür brauchen. Für das Hähnchengeschnetzeltes mit Zucchini brauchen wir natürlich eine Zucchini, davon ungefähr 350 Gramm. Einen halben Bund, das ist ungefähr 5 Gramm glatte Petersilie, eine rote Zwiebel, eine dicke Knoblauchzehe. Ich habe jetzt hier zwei kleinere genommen und normalerweise mache ich mir ja Knoblauchpaste. Das heißt, ich mache ganze Knoblauchzehen ab in den Thermomix und wisst ihr was, ich werde euch das Rezept einfach mal hier unten drunter verlinken, unter diesem Rezept und auch mal hier oben nach dem Video einblenden. Da könnt ihr einfach draufklicken und euch die Knoblauchpaste selber machen, weil Knoblauchschälen im Thermomix ist wirklich total easy. Zwei Frühlingszwiebeln, aber nur das Grüne, dann passierte Tomaten, ein Päckchen, 500 Gramm, etwas Olivenöl, Gemüsebrühpaste, 150 Gramm Wasser, Thymian, Salz, schwarzen Pfeffer und 600 Gramm Hähnchenbrust. Als erstes wollen wir jetzt die glatte Petersilie zerkleinern. Die gebe ich einfach in den Mixtopf. Gebe meinen Miximizer, damit das nicht alles hochschleudert, in den Mixtopf. Und wir zerkleinern das 5 Sekunden auf der Stufe 8. Das seht ihr, das ist jetzt wirklich alles im unteren Drittel geblieben. Kann man das sehen? Ja, gell? Das hole ich mir raus und fülle mir das in ein kleines Schälchen um. Wenn so ein paar kleine Petersilienblättchen noch am Boden haften, macht euch nicht verrückt, das ist gar nicht schlimm. Da gebt ihr jetzt einfach die Zwiebel und die Knoblauchzehen oben drauf. Und das wird, wo ist mein Miximizer? Hier. Und das wird jetzt zerkleinert, wie wir die Zwiebel eigentlich meistens zerkleinern. 5 Sekunden auf der Stufe 5. Zeige ich das euch wieder. Na, das bleibt alles schön im unteren Bereich. Das gebe ich dann mit dem Spatel ganz nach unten. Boah, sind die Zwiebeln bissig. Ui. Und gebe 20 Gramm Olivenöl dazu. Deckel aufsetzen und dann wollen wir es dünsten, 3 Minuten. Auf Varoma, Stufe 1. Jetzt geben wir unsere passierten Tomaten dazu, die 500 Gramm. 100 Gramm Wasser. Salz, 1 Teelöffel, gestrichen, also kein gehäuften, sonst das wird zu viel. Dann schwarzer Pfeffer, 1/4 Teelöffel. Von unserer Paste für Gemüsebrühe, 2 Teelöffel. Und Thymian, auch 1 Teelöffel. Den Deckel aufsetzen und die Einstellung ist auf 3 Minuten, 100 Grad, Linkslauf, Stufe 1. So schnell ist die Zucchini gewürfelt.
Jetzt werde ich noch meine Frühlingszwiebeln ganz schnell in feine Ringe schneiden. Die gebe ich zu den Zucchinis. Und dann nehme ich meine Hähnchenbrust und werde sie in feine Streifen schneiden. Nicht zu fein, ungefähr, dass sie ja diese Größe haben, ja, weil die sollen ja nicht zermatscht werden vom Messer. Das kann manchmal bei Hähnchen nämlich passieren, wenn es zu fein geschnitten ist. So, das ist fertig. Schaut mal, so sieht es jetzt aus, gell? Und da hinein kommt jetzt unser Hähnchengeschnetzeltes. Deckel aufsetzen. 8 Minuten auf 100 Grad. Linkslauf, der ist ja schon aktiviert, auf der Sanftrührstufe. Dann wollen wir mal reinschauen und hebt nicht den Deckel vorne hoch. Lasst zuerst einmal die heiße Luft hinten raus, indem ihr den Deckel ankippt. Dann kann der nach hinten abrauchen. Dann verbrüht ihr euch nämlich nicht die Finger, wenn ihr den Deckel anhebt, gell? Schaut mal. Und wenn ihr sehen wollt, das Fleisch bleibt wirklich ganz, ne? Also das ist überhaupt gar kein Problem. Und da hinein geben wir jetzt unsere Zucchinis und die Ringe von der Frühlingszwiebel. Einmal kurz umrühren. Sechs Minuten. 100 Grad, Linkslauf, Sanftrührstufe. Wunderbar. Ja, sehr, sehr schön. Schaut mal, gell. Also das ist schon, duftet sehr, sehr lecker. Natürlich ist das jetzt noch zu flüssig. Darum nehmen wir jetzt unsere 50 Milliliter. Ich denke, das müsste reichen. Geben 3 Esslöffel, also 30 Gramm Stärkemehl hinzu. Lösen das gut auf. Ab hinein in den Mixtopf und dazu unsere Sahne, 200 Gramm. Und das kochen wir jetzt nochmal auf. Und zwar 6 Minuten. 100 Grad. Linkslauf, Sanftrührstufe. So, dann werde ich das mal wieder in meine Warmhalteschüssel umfüllen. Das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Schaut mal, kann man das sehen? Ja, das fülle ich jetzt mal um. Ich muss immer darauf aufpassen, weil ich bin ja so eine Kleckertante, gell? Aber es geht. Also die Portion, die reicht ungefähr
Ja, für 6 Personen sollte es ausreichen. Schaut mal, so cremig, gell? Das will ich jetzt noch kurz abschmecken. Oh mein Gott, ist das lecker. Dieses Hähnchengeschnetzeltes mit Zucchini ist sowas von mega lecker. Macht es euch einfach nach. Es ist schnell gemacht. Vor allen Dingen, wenn ihr auch eine größere Menge machen müsst. Na, jetzt ist das hier für 6 Personen. Der Reis ist im Mikrowellenkocher und das ist ruckzuck fertig. Ja, das ist also keine Arbeit, die dahinter steckt. Es wird alles in den Topf reingeschmissen. Und ihr seid versorgt. Dann könnt ihr das schon am Vormittag vorbereiten für abends und habt dann einen entspannten Tag, gell? Dann wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Rezept und wir sehen uns zum nächsten. Bleibt neugierig. Bis dann, eure Claudia. Ciao!